Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich steigen jetzt ein in das schnellste Auto der Welt. Ja, das Coolste. In das Coolste auf jeden Fall. Mit Knight Rider, Kit und Michael Knight gegen das Michael Unrecht. Wir sind nur noch bei Lego Dimensions in den Fabpacks. Ja, nicht, dass wir uns da falsch vorstellen. Genau. Gibt es Kit als Modell? Nein, ich glaube nicht. Nee. Als Lego-Modell. Hör mal, komm. Würde sich prima neben meiner DVD-Box noch haben. Deswegen. So, lass mal den Michael Knight aufbauen. Ich darf Kit bauen. Na, 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 na. Ah, David Hasselhoff. Du baust einen David. I'm looking for freedom. Unter Ja, anderem. wo er dann wieder kam als The Hoff. Genau. Da ging gar nichts mehr. Das war auch so eine Sache. Ja, stimmt. The Hoff. The Hoff. Keiner wusste, was das sollte. Richtig. Ja, nun. Everybody Happy fand ich besser. Frag mich nie warum. Das war eher meins. Meine Schwester, oder? Aber meine Schwester hatte, glaube ich, sogar die Schallplatte früher. Da gab es ja noch Schallplatten. Ja, gibt's jetzt wieder. Jetzt gibt es wieder welche. Ja, Genau. Retro-Feeling. Sie kommen. Ja, die Retro-Rolle ist toll. Ja. Deswegen der Dark Knight Soundtrack auf Vinyl, der macht schon was her. Ja, hätte ich. Habe ich auch bis heute nicht ausgepackt. Ja, sollte es auch nicht. Ist auch nummeriert. Nee, die Die. das. Nur in Schwarz. Wir hatten schon in Weiß, jetzt haben wir sie in Schwarz. Was mich vielleicht auch noch interessieren würde, wäre der Soundtrack von Titanic auf Vinyl. Den gibt es auch noch. Ja, bestimmt. Aber der kostet auch schon ein bisschen was. Es sind allerdings auch zwei Platten, glaube ich. Man auch. Ach, sprechender Auto. Ob das im Spiel dann auch spricht? Ja, da gehe ich stark von aus. Also wenn nicht, wäre das echt ein, Das wäre cool. das wär echt ein Bruch, wenn das nicht sprechen könnte. Ja, die Polygone haben ja immer so Sprüche. Und dann, dass das so ein Auto das dann auch macht, das wäre echt geil. Nee, umgekehrt, oder? Ja, umgekehrt. Ja, wer weiß, was Kit dann so sagt. Ja. Ich komme, Michael. Oder ich komme an, Kitty. Das war noch eine Serie, die ich miterleben durfte. Ah. Ja, richtig. Wie wir beide erleben dürfen. Irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo das Intro geändert wurde. Man sich gefragt hat, was soll das denn, wo sie diesen Turbo-Modus eingeführt haben. Das war geil. Das haben sie ja im Intro angepasst damals. Zur neuen Staffel quasi und keiner wusste, was das sollte. Irgendwann kam das dann. Das war schon mega. Heutzutage kann man das ja alles 4 Monate vorher im Internet lesen. Ja, Leute. Damals ging das noch nicht, Freunde. Da musste man das gucken, um zu wissen, worum es geht. Okay. Da gab es noch keine Rezensionen oder Foren. So wie heute. Worum geht's denn da? Ach, brauche ich nicht gucken. Damals musste man es gucken. So ist es. Auch um mitreden zu dürfen. Ja. Das war in der Schule ja immer mal ein Thema. Ja, so wie heutzutage mit Game of Thrones, ne? Ja, wobei ich damit Schande auf mein Haupt. Ich habe es ja auch bis heute nicht gesehen. Ja, wirklich Schande. Wobei das, glaube ich, auch eher was für Tatsächlich. Erwachsene ist, Ja, oder? ist es auch. Yeah! Das ist mal Kid. Genau. Heißer Aber echt. 80er, 90er. Ich glaube, das kürzeste Video in der Staffel bisher.
Macht ja nix. Macht nix, ist trotzdem geil. Richtig. In dem Sinne, bis dahin. Bis dahin. Ciao.